Zombie Apocalypse. So, das letzte Video ist fertig bearbeitet. Das wird jetzt gerade hochgeladen auf YouTube. Und dieses Video, was ihr hier gerade seht, das nehme ich jetzt gerade neu auf. In diesem Sinne, liebe Freunde, darf ich euch hier recht herzlich zurückgrüßen zu einem neuen Video vom LS17 mit der Feuerwehrmod. Schön, dass ihr mit dabei seid hier beim neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Wir sind heute wieder unterwegs hier in Schönefeld. Ich bin aktuell schon auch im Dienst hier in der Berufsfeuerwehr von Schönefeld. Und ich merke gerade, ich bin ganz schön klein. Oder sind die Fenster zu hoch? Ich kann gar nicht mal hier rüber gucken. Da muss ich mir erstmal so einen kleinen Tritt holen, damit ich hier aufs Fenster schauen kann. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Da wäre mir so eine Fenster irgendwie lieber. Dann kannst du wenigstens auch nach unten schauen. So. Dann, ja, dann scheint jemand vergessen, das Fenster zuzumachen. Da kannst du auch durchlaufen. Das ist ja auch cool. Was ich aber richtig cool finde, ist eigentlich hier das Fenster hier. Also das macht bestimmt Spaß, halt, die mal sauber zu halten. Da fängst du hier rechts an und dann ziehst du einmal hier rüber. Das ist ganz schön krass. Also das Fenster geht ja komplett über die ganze Feuerwache. Das ist ein durchgängiges Panoramafenster. Das ist Wahnsinn. Aber auch ein bisschen zu hoch angebracht irgendwie. Aber das stört mich nicht. Hauptsache, wir haben hier ein bisschen Licht drin und Hauptsache, wir rennen nicht überall gegen. Und Hauptsache, wir sparen auch ein bisschen Strom, ne? Am Tage wenigstens. Ja, das erstmal so viel dazu. Ich gehe erstmal direkt in die Feuerwache, denn es hat sich hier eine Kleinigkeit getan. Ich habe im letzten Video gesagt, den RTW bringe ich hier in der Feuerwache unter. Und ich habe den jetzt einfach mal hinter den EW gestellt, weil der EW eigentlich fast jedes Mal mit ausrückt, jeweils hier in der Berufsfeuerwehr von Schönefeld. Deshalb, der RTW kann dann sofort mit rausfahren, wenn er gebraucht wird. Und dann kriegen wir das auch, denke ich mal, schon irgendwie hin, dass wir auch die beiden Fahrzeuge jetzt zu einem Einsatzort mitnehmen. So, liebe Freunde, wir haben... Oh, einen neuen Einsatz. Der Alarmgong ist gerade ertönt. Einsatzfax sollte eigentlich, ja, da ist es schon da sein. Einsatzstichwort, oh, mal was ganz Neues, lautet Ölspur auf der B3 mitten in der Stadt von Schönefeld. Das klingt auf jeden Fall nach etwas ganz Neuem, hatten wir bisher auch noch nie. Auf jeden Fall ein kleiner Einsatz für unser Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug. Wir schauen uns das mal vor Ort an und fahren einfach mal jetzt zum Einsatzort. Gehen erstmal auf Startfuß 3, Anfahrt zum Einsatzort. Wir sind erstmal bereit, alle Kameraden sind drauf. Okay, dann können wir eigentlich auch schon los. So, also hier irgendwo soll die Ölspur sein. Also, gucke ich mal ganz kurz, ob wir die irgendwie sehen können. Ich dachte hier in diesem kleinen schmalen Weg könnte das irgendwie sein. Denn der Anrufer konnte uns nicht zu 100% sagen, wo genau jetzt er gerade sich befindet. Also das ist schon ein bisschen blöd gerade. Aber ich sehe da hinten irgendwo... Ach, guck mal, na klar. Hier ist die Ölspur. Da kann man es deutlich sehen. Da ist auf jeden Fall was ausgelaufen. Dann haben wir unseren Einsatzort anscheinend auch schon erreicht. Die Ölspur hier hinten, mitten auf der Straße, deshalb auch mit Sonderrechten sind wir erstmal hier zum Einsatzort gefahren. Das ist ja nicht gerade so ein kleines Ding. Ich habe gedacht, die ist etwas kleiner, aber hier hat anscheinend jemand ganz schön doll Öl verloren. Aber hier endet die Spur wieder. Vielleicht war der Ölbehälter da wieder repariert auf einmal. Aber gut. So, Freunde, wir sind am Einsatzort eingetroffen. Mit unserem HLF. Der Hahn findet das genauso. Machen erstmal die Tür auf. Und holen uns erstmal ein bisschen Bindemittel, einen Besen. Sichern die Straße erstmal ab gleich. Und
dann sehen wir gleich mal weiter, was wir noch machen müssen. Aber ansonsten, wir haben eigentlich nichts mehr weiter, was wir jetzt hier vor Ort machen könnten. Deshalb einfach mal jetzt hier ganz kurz Ölunfall. Stellen wir am besten mal hier hinten auf die Straße, damit die anderen Leute das auch rechtzeitig sehen können. Dann nehmen noch ein Feuerwehrschild. Stellen wir uns einfach mal so hin. Und auf die andere Seite stellen wir auch eins hin. Dann sind wir erstmal abgesichert, dass hier uns niemand reindonnert oder so. Ansonsten... Nee, wo waren das jetzt nochmal? Ich habe hier irgendwo was zum Platzieren, aber... Ach doch, guck mal, da ist es doch. Aber die brauchen wir jetzt eigentlich nicht hier vor Ort, das sind Absperrbänder. Die kannst du jetzt hier zum Beispiel über die Straße spannen oder so. Okay, das ist eine Ölspur, da müssen wir das jetzt nicht unbedingt machen. Deshalb, das reicht erstmal hier so, dass wir die Straße erstmal ganz kurz so sichern. Die Ölspur wird erstmal jetzt beseitigt hier von den Kameraden. Ich brauche bloß noch einen Besen. Wo ist denn der? Ich glaube, der ist oben, wa? Ich guck mal ganz kurz. Ne, ich dachte hier in den Kasten drin oder so. Wo ist denn der Besen? Der Besen. Siehst du, das passiert, wenn man so selten eine Ölspur hat. Dann weiß man nicht, wo der Besen ist. Ach, die haben den Besen schon. Ach, verstehe. Okay. Da kann ich mir ja dumm und dämlich suchen hier. Okay, also der Besen ist schon in der Hand eines Kameraden. Der macht das gerade jetzt, streut da noch Bindemittel rauf und dann ist der Einsatz hiermit auch schon abgeschlossen. Das ging ja doch ganz schön fix, ganz schön schnell. So, okay. Dann ist die Ölspur hiermit beseitigt. Wir können wieder einrücken, bauen ab und dann warten wir auf den nächsten Einsatz. Wenn wir überhaupt jemanden einen bekommen sollten, das wissen wir leider noch nicht. Ich sage jedes Mal leider, aber es ist halt so, die meisten Leute von euch, die meine Videos schauen, wünschen sich ganz viele Einsätze. Ja, das kann man natürlich nicht immer hier vollkommen sagen, ob das jetzt auch wirklich so denn wird. Deshalb, wir sind ja auch bei einer Berufsfeuerwehr und da kann wirklich einiges passieren. Aber mal schauen, ne? Wir fahren erstmal wieder zurück auf die Feuerwache. Wir rücken wieder ein, gehen erstmal auf Status 1, einsatzbereit über Funk. Dann drehen wir erstmal ganz kurz hier um, dass wir auch hier zurückkommen. So. Okay, dann zurück auf die Feuerwache. So, liebe Freunde, wir sind wieder zurück auf der Feuerwache und stellen uns jetzt wieder auf unseren alten Platz, machen das Tor zu, die Ampel schaltet von grün auf rot. Das finde ich so nice, das ist sowas von cool gemacht, ehrlich. Man macht das Tor hoch, zack, grün, macht das Tor runter, zack, rot. Das gefällt mir sowas von gut. Richtig gut, ich finde das gut. So, liebe Zuschauer, wir sind wieder zurück. Ich sehe gerade hier so viel Platz noch, hier könnte man locker noch den RTW mit reinstellen. Also ehrlich, hier ist wirklich ganz schön viel Platz hier zwischen. Das sieht ja auch schon komisch aus. Das würde aber ein bisschen komisch aussehen, wenn jetzt hier der RTW sich dazwischen quetscht. Tja, ich glaube, das ist noch nicht so die ganz ideale Lösung, die ich gefunden habe, aber auf jeden Fall reicht das erstmal so, wie ich das jetzt gemacht habe. Ich gehe mal ganz kurz wieder hoch hier und hole mir mal kurz was zu saufen. So, also die kleinen Becher, also hier 0,3 Becher, kannst du ja vergessen, ich nehme mir gleich den 10 Liter Behälter, damit das über einen Tag reicht, schleppe ich den von A nach B die ganze Zeit. Ich gehe mal ganz kurz hier nochmal Fernsehen gucken, Billard, habe ich vorhin gespielt? Nee, will ich jetzt nicht. Setz mich mal ganz kurz hier hin, guck mal ein bisschen YouTube, hier den Premium Paulo zum Beispiel, richtig geiler Typ, also der fällt mir richtig gut, den gucke ich wirklich schon seit ein paar Jahren. Der macht auf jeden Fall schöne Feuervideos. Richtig, richtig cool. Das macht auf jeden Fall Spaß, dort zuzusehen. Auf jeden Fall möchte ich mich nochmal in diesem Video ganz herzlich beim KV von Lüdenburg bedanken für die Bereitstellung der sämtlichen Mods. Also ich habe mich wirklich sehr gefreut. Das habt ihr in den letzten Videos gemerkt, wie ich da wirklich drauf war. Über die Feuerwache, über die Skins, über die Feuerwehreinsatzfahrzeuge. Also auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall so was von
cool gewesen oder es ist immer noch cool. Deshalb, das hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt. Und ja, der nächste Alarm ertönt. Ich wollte eigentlich gerade jetzt noch was machen hier. Ich wollte gerade noch ein bisschen ein Fahrzeug erklären. Da sind wir auch schon wieder gefragt. Einsatz, Fax ist da. Einsatzstichwort lautet gestürzte Personen mit einem Roller anscheinend in der Kurve auf der B1. Auch in Schönefeld, verstehe. Okay, dann würde ich mal sagen, brauchen wir unseren RTW. Der EW kommt einfach mal mit. In Halle holen wir noch. Ansonsten, die restlichen Fahrzeuge werden erstmal nicht gebraucht. Dann schauen wir mal. Einsatz für das HLF Feuerwehr Schönefeld. Wie gesagt, Einsatzstichwort B1. Mal schauen, ob wir das jetzt gleich finden. HLF geht auf Status 3. Ach, guck mal, die Pole ist auch schon vor Ort. Da liegt ja wirklich jemand mitten auf der Straße. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Talev ist am Einsatzort eingetroffen. Dann setzen jetzt erstmal die Kameraden hier von Fahrzeug ab. Wir machen erstmal alles auf hier. So, zack. Dann schauen wir uns das erstmal an hier. Hier liegt eine Person unter einem Roller. Das werden wir jetzt gleich mal uns näher anschauen. Bevor wir das machen, ganz kurz die Straße wieder absichern. Ganz einfach aus dem Grund, dass hier uns niemand reinrast. Ich würde sagen, wir machen die mal komplett zu. Weil das gefällt mir ja nicht hier, dass wir jetzt hier komplett auf der ganzen Straße verteilt stehen. Aber was willst du machen? Dann können wir gleich mal hier unsere Absperrbänder nehmen. Endlich. Können das mal ganz kurz so absperren hier. Flatterband auch mal hier hin, genau. Und einmal hier nach hinten. Ich muss aber nur mit den RTW da durchkommen. Mal gucken, ob das jetzt noch funktioniert. So, liebe Freunde, dann kommt jetzt auch schon unser nächstes Fahrzeug zum Einsatz. Nämlich unser EW. Der kommt auf jeden Fall mit. Obwohl er das eigentlich gar nicht braucht. Aber wir fahren trotzdem damit raus. Da wir das Fahrzeug natürlich auch ausfahren müssen, mal wieder. Okay, ich dachte, man kann durchfahren. Muss ich mir anscheinend doch hier durchquengeln. Toll. Sieht jetzt aber komisch aus. Gut. ELW ist auf Status 4 am Einsatzort eingetroffen. Und jetzt können wir auch schon unseren RTW mit dazu holen. Der Utaris geht auf Status 3, Anfahrt zum Einsatzort. So, dann sind wir erstmal alle am Einsatzort eingetroffen, auch der RTW jetzt. Wir stellen uns am besten mal genau daneben hin. Machen erstmal die Tür hinten auf, wenn es funktioniert. So, wunderbar. Dann holen wir uns gleich mal die Trage raus. Ich glaube, die brauchen wir sowieso gleich. Achso, ich muss hier ran, glaube. Nee, doch, so. Jetzt haben wir die Stützen ausgefahren und dann platzieren wir uns gleich mal noch gleich ein paar Leute dazu, damit man das hier auch erkennen kann. Ich glaube, das war hier vorne. Nee. Wo haben wir das denn jetzt hier? Achso, das waren sie doch hier. Guck mal. Da
verstehen sie doch. Die Kameraden, die sind ja hier vom HLF, stehen da vor Ort. Den holen wir uns dazu und den hier, der bleibt hier einfach mal vorm RTW stehen. Ein Sicherheitstrupp mit Feuerlöscher kann sich da bereitstellen. So, dann haben wir erstmal alles, was wir haben wollten. Die Person wurde jetzt hier gerade in den RTW gebracht. Anscheinend ist er mit einer erhöhten Geschwindigkeit um die Kurve gefahren. Mit seinem Roller ist anscheinend irgendwie über irgendwas rüber gefahren. Er hat vorne anscheinend Platten. Sieht auch ganz schön stark danach aus, dass er auf dem Nagel gefahren ist oder auf Glasscherben oder was auch immer. Dann ist er anscheinend unglücklicherweise gefallen und hat sich somit dann auf die Straße gepackt. Wie gesagt, der wird jetzt gleich ins Krankenhaus gefahren und dann ist der Einsatz hiermit auch abgeschlossen. Öl hat er jetzt nicht verloren, so wie es aussieht. Das wäre jetzt auch nichts Neues, aber sieht anscheinend nicht so aus. Auf jeden Fall hat er sich den Lenker voll in die Seite gerammt. Das sieht auf jeden Fall nicht so gut aus. Trotzdem, der Einsatz ist hiermit abgeschlossen. Wir packen zusammen, rücken wieder ab und sind wieder dann einsatzbereit auf der Feuerwache. So, liebe Freunde, das war ja auch schon der zweite erfolgreiche Einsatz hier von der Berufsfeuerwehr von Schönefeld. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, lasst das mich auf jeden Fall wissen mit einem Daumen nach oben. Abonniert mich, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch schon bald wieder im nächsten Video. Macht's gut, bleibt so wie ihr seid. Wir sehen uns demnächst hoffentlich wieder. Bis dahin, tschüss.